Willkommen. In diesem Video lernen Sie die Ziele und Inhalte des Unterrichts kennen, die Comenius in seiner großen Didaktik formuliert hat. Comenius gibt ein Ziel an, das in allen Schulstufen im Mittelpunkt stehen muss. Es soll das unterrichtet werden, was, ich zitiere, den Menschen zu wirklichen Menschen, die Christen zu wirklichen Christen, Gelehrte zu wirklichen Gelehrten machen kann. Zitat Ende. Damit werden die Ziele und Inhalte von Comenius als aufeinander bezogen gedacht. Es geht nicht darum, die Fächer einzeln zu unterrichten oder etwa in Konkurrenz zwischen den Fächern zu forcieren, indem etwa die Welt sich der Physik gegen die der Theologie in Konkurrenz gesetzt wird, sondern es geht darum, jedes Wissen auf das Ganze bezogen zu unterrichten. Das Bildungsziel wird letztlich in der Zukunft gesehen, das heißt bei Comenius im Leben nach dem Tod. Das Streben nach diesem Ziel im Jenseits wird zum wesentlichen Ziel, um den Einzug ins Paradies zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch drei Stufen erreicht werden: sich selbst und damit alles andere zu erkennen, sich selbst und alles andere zu beherrschen und sich selbst und alles andere zu Gott hinzulenken. Comenius' Ziel ist damit die Herstellung der göttlichen Ordnung der unsichtbaren einheitlichen Kirche und die Vorbereitung der Menschen für ein Leben nach der Wiederkunft Christi. Dadurch soll die der Menschen von Gott durch die Erbsünde gestellte Aufgabe gelöst werden. Comenius will damit Menschen bilden, die friedlich in einem Gelehrtenreich leben. Dabei sind Gelehrte für Comenius keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im heutigen Sinne, weil Comenius nicht zwischen Religion und Wissenschaft unterscheidet, sondern beides in einem System, einer Enzyklopädie verbindet. Gelehrte sind also Menschen, die das System des Wissens umfassend kennen. Dieses System, das Gesamtsystem des Wissens von Gott und der Welt, bezeichnet Comenius als Pansophie. Die Pansophie ist die Alllehre. Klaus Schaller schreibt dazu, ich zitiere, auch hier zwar gilt, alle Menschen soll alles gelehrt werden, aber eben nach Maßgabe des Ganzen, nach dem Omnino. Die Panharmonia, als die Formgestalt der Pansophia, ist es, die den bloß Wissenden zu einem Handeln hinreißt, das die Vollendung des Ganzen, Emendatio Omnium, nicht aus dem Blick verliert. Zitat Ende. Mit diesem Ziel vor Augen bestimmt Comenius die Inhalte des Unterrichts im Blick auf das Ganze. Dementsprechend berücksichtigt er auch das ganze Leben und lässt sein Konzept nicht erst mit der Einschulung, sondern in der frühen Kindheit beginnen. Sein das Alter der Kinder und die Gegenstände bedenkendes, klar strukturierte Stufenkonzept von Inhalten beginnt mit der Mutterschule, die von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr reicht. Comenius leitet den Abschnitt zu seinem Stufenkonzept ein mit den Worten, ich zitiere, ein Baum treibt alle Hauptäste, die er haben soll, gleich in den ersten Jahren aus seinem Stamm hervor, sodass sie hernach nur noch zu wachsen brauchen. So wird man also das, womit man den Menschen für den Bedarf seines ganzen Lebens ausrüsten will, eben hier in der ersten Schule einpflanzen müssen. Zitat Ende. Dabei wird die oft verblüffende Aktualität der Ideen von Comenius deutlich, denn die hohe Relevanz der Bildung in der frühen Kindheit wird aktuell wieder intensiv diskutiert. Als Inhalte für die Mutterschule listet Comenius dann auf Metaphysik, Physik, Optik, Astronomie, Geographie, Chronologie, Arithmetik, Geometrie, Statik, Mechanik, Dialektik, Grammatik, Rhetorik, Poesie, Musik, Haushaltslehre, Politik, Ethik und Frömmigkeit. Was zunächst wie eine massive Überfrachtung wirkt, wird beim Blick auf die konkreten Inhalte bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Ganzen verständlich. So heißt es zur Arithmetik, ich zitiere, die Arithmetik schlägt Wurzeln, wenn das Kind begreift, was man als wenig und viel bezeichnet und etwa bis 10 zählen kann, dass es merkt, dass 1 mehr sind als 2, dass 3 und 1 4 ergibt und so weiter. Das ist ein durchaus überschaubarer Inhalt, der seinen Sinn erst im Kontext der übrigen Inhalte erhält.
Es geht ja darum, alles zu lernen, also eben auch alle Gebiete. Und zweitens im Blick auf die Abfolge, denn diese Inhalte werden in den weiteren Schulstufen aufgegriffen und vertieft. Nun schlägt Comenius nicht vor, die 0- bis 6-Jährigen schon in einer Institution zu unterrichten, schlägt aber durchaus vor, dass es in jedem Elternhaus eine Mutterschule gibt. Das kann durchaus als eigener Unterrichtsraum vorgestellt werden, also ein Kinderzimmer, das zum Zwecke des Unterrichtens durch die Eltern eingerichtet worden ist. Damit die Eltern dann dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes entsprechend unterrichten können, veröffentlichte Comenius unter dem Titel Informatorium Maternum eine Handreichung für die Eltern. Heute würde das als Erziehungsratgeber bezeichnet werden. Darin findet sich eine längere Liste von Inhalten, etwa, dass es darum geht, die Kinder an die Arbeit zu gewöhnen, damit sie nicht im Müßiggang verfallen, dass es darum geht, die Kinder zu Gehorsam zu erziehen und zu Geduld, damit sie, wie Comenius schreibt, ich zitiere, bald von Jugend auf, ehe die Affekten einwurzeln, ihren Willen brechen und sich selbst in Zaum halten lernen. Zitat Ende. Weitere Abschnitte widmet Comenius der Gesundheitserziehung, die er schon mit Ratschlägen zum gesunden Leben für die Mütter während der Schwangerschaft beginnen lässt, der Verstandeserziehung, die etwa Physik und Geografie umfasst, der Arbeitserziehung, die etwa das Arbeiten mit stumpfen Messern einschließt, die Tugenderziehung, die etwa die Fähigkeit zum Stillschweigen beinhaltet und ähnliches. Zu dieser Handreichung für die Eltern soll es ein Bilderbuch für die Kinder geben, das die wichtigsten Inhalte aus Naturkunde, Optik, Astronomie usw. so umfasst. In der zweiten Stufe der Muttersprachschule steht dann zum Beispiel Rechnen nach Bedarf mit Ziffern oder Rechensteinen auf dem Programm. Weitere Inhalte für die Muttersprachschule sind das Lesen, das Schreiben, das Messen von Entfernungen, das Singen aller gebräuchlichen Melodien, die Psalmen, der Katechismus, die Sittenlehre, Unterricht über die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse, die Schöpfungsgeschichte, die Kosmographie und allgemeine Kenntnisse der Handwerke. Da die Muttersprachschule 6 Klassen umfasst, sind nach Comenius 6 Realbücher erforderlich, also für jede Klasse eines, das jeweils den gesamten Stoff umfasst. Diese Inhalte sollen sowohl diejenigen, die sich dem Ackerbau oder dem Handwerk widmen, als auch denen, die in die Lateinschule eintreten, eine solide Grundlage vermitteln. Die weiteren Stufen, die Lateinschule und die Universität, steigern dann das Niveau entsprechend, wobei in der Lateinschule nicht nur Latein, sondern auch Griechisch und Hebräisch unterrichtet werden soll. Inhalte aus den Bereichen Kunst und Sport finden sich bei Comenius nicht. Bemerkenswert sind aber manche methodischen Hinweise, etwa für die Universität. So schlägt Comenius vor, Karten über Autoren wie Cicero, Livius, Plato, Aristoteles, Plutarch oder Galen zu erstellen, die so wie die Landkarten der Geographen über ein Land einen Überblick über die Autoren ermöglichen. Diese Karten sollen von den Gelehrten erstellt werden und etwa denjenigen, die keine Zeit für eine ausführliche Lektüre haben, wenigstens einen raschen Überblick ermöglichen, sowie denjenigen, die nur Auszüge lesen können, eine gezielte Auswahl ermöglichen. Die Assoziation zu Wissenslandkarten als Navigationshilfe in Hypertexten drängt sich hier durchaus auf. Das letzte Ziel des Lebens und damit auch der Erziehung und Bildung ist für Comenius der Tod, der zum Leben im Jenseits an der Seite Gottes überleitet. Die Vorbereitung darauf muss den ganzen Menschen und alle Gebiete des Menschen im Blick auf das Ganze umfassen. Im Blick auf den Menschen nennt Comenius die Dimensionen des Erkennens, des Beherrschens und des Hinlenkens zu Gott von sich selbst und alles anderen. Als Lehrgebiete nennt Comenius Metaphysik, Physik, Optik, Astronomie, Geographie, Chronologie, Arithmetik, Geometrie, Statik, Mechanik, Dialektik, Grammatik, Rhetorik, Poesie, Musik, Haushaltslehre, Politik, Ethik und Frömmigkeit. Für alle Gebiete entwickelt er ein genaues Curriculum für die Mutterschule, die Muttersprachschule und die Lateinschule. Im Eingangszitat sagt Comenius, dass es nicht nur darum geht,
Menschen zu Christen zu machen, sondern darum, Menschen zu wirklichen Christen zu machen. Das wirft die Frage auf, was denn der Unterschied zwischen einem Christen und einem wirklichen Christen ist. Zunächst kann man hier annehmen, dass wirkliche Christen sich jedenfalls nicht wie im Dreißigjährigen Krieg, den Comenius erlebt, systematisch gegenseitig verfolgen und umbringen, um ihre jeweilige Sichtweise durchzusetzen. In negativer Lesart ließe sich unterstellen, dass wirkliche Christen dem wirklichen Glauben anhängen und der wirkliche Glaube ist für Comenius die dem pansophischen Gedanken entsprechende Lesart der Bibel. So gesehen geht es mit dem Argument des wirklichen Christentums also letztlich um die Durchsetzung des einen wahren Christentums, eine Haltung, die sich gerade zu Comenius Lebzeiten als durchaus problematisch erwiesen hat. Comenius legt in dieser Hinsicht aber auch eine andere Lesart nahe. So lehnt er zwar heidnische Bücher wie die von Platon und Aristoteles als Lektüre für die Schule vehement ab, zitiert aber in der großen Didaktik etwa Platon immer wieder wohlwollend. Insofern lehnt er Platon zwar als Inhalt für die Schule ab, hält seine Texte aber durchaus für diskussions- und anschlusswürdig. Es kann also angenommen werden, dass Comenius die Debatte auch über nichtchristliche Texte als relevant und zulässig ansieht. Eben das weist eine andere Lesart. Es geht ihm um die debattierende Auseinandersetzung, um den Diskurs. Platon ist zwar nicht geeignet für den noch unreifen Geist von Schülerinnen und Schülern, als Gegenstand der Debatte aber nicht abzulehnen. Insofern könnte man annehmen, dass die Intention hier eher ist, die kriegerische Auseinandersetzung etwa um religiöse Wahrheiten durch eine diskursive Auseinandersetzung zu ersetzen. So gesehen finden sich bei Comenius nahezu moderne wissenschaftliche und demokratische Denkansätze. Der Gedanke der Pansophie wäre dann mit dem Begriff der Menschheit und der damit begründeten Menschenwürde und den Menschenrechten zu interpretieren. Das ist insofern nicht zutreffend, als dass die Religionsfreiheit für den Einzelnen sich bei Comenius kaum unterstellen lässt. Die Ziele und Inhalte, die er für die Schule vorschlägt, sind aber, wenn der christliche Dogmatismus herausgenommen wird, durchaus dazu geeignet, für eine Teilhabe an der Gesellschaft in ökonomischer Hinsicht, die bei Comenius als Handwerk auftritt, und politischer Hinsicht, die Comenius explizit nennt, geeignet.